Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Nicht erschrecken, die Audioqualität ist nur gerade im Intro so schlecht bei den Spielen. Es ist gleich normal. Ich habe nämlich vergessen, eine Anmoderation zu machen und mache das jetzt gerade noch so auf Kante auf dem Sofa. Viel Spaß beim Zuschauen, danke fürs Reinschalten. Los geht's mit dem Halbfinale Nummer 1, Gladbach gegen Dortmund. Halbfinale und es ist das Duell der Hallengiganten Gladbach und Dortmund. Die beiden Mannschaften haben jeweils schon den Titel gewinnen können. Dortmund sogar zweimal und jetzt trafen sie eben im Halbfinale aufeinander. Eigentlich schon finalwürdig diese Partie, aber es ist eben nicht so einfach. Gladbach hatte hier eine gute Anfangsphase, Chance über Chance, aber Gregor Kobel, wow, wie er die teilweise rausholte, das war schon durchaus beeindruckend. Dortmund nach vorne etwas zu wenig aktiv, schlug ja die Bayern, das war wohl das beste Spiel bisher in dem Turnierverlauf, aber es war heute einfach ein anderes Spiel und Gladbach in der Halle ist eben anderes Kaliber, muss man nochmal dazu sagen, die nächste Chance, aber es fiel eben noch nicht das Tor im ersten Durchgang. Thüram und Schuss aus der zweiten, dritten Reihe, wenn man das in der Halle überhaupt sagen kann. Noch keine Tore nach 3 Minuten. Es war durchaus noch Luft nach oben, vor allem Dortmund in den schwarzen Trikots sollte eigentlich ein bisschen mehr machen. Jetzt Thüram deutlich drüber gelupft, also aufs Tor sollte er mindestens schon mal kommen. Klar ist es nicht einfach bei den kleinen Toren, aber sie könnten es eigentlich. Gladbach mit einer schwachen Chancenverwertung, die nächste Möglichkeit. Diesmal ist Kobel wieder da. Kobel sicherlich der mit Abstand beste Dortmunder in diesem Halbfinale. Jetzt Meunier scheitert an Sommer. Endlich mal der BVB nach vorne, aber am Ende hatte dann Sommer immer noch seine Füße im Spiel. 50 Sekunden noch zu spielen, dann diese Chance. Und diese Chance. Boah, was für ein Fehler von Kobel. Skelly mit dem 1:0. Aber Dortmund kam auch nochmal. Und sie kamen so mit Meunier zum Ausgleich. 36 Sekunden vor dem Ende. Dortmund rettete sich dann doch noch in die Verlängerung. Meunier einfach aufmerksam. Also Golden Goal. Oder Elfmeterschießen oder 9-Meter-Schießen in diesem Fall. Wir schauen uns das Ganze komplett an. Gladbach hat den Anstoß und spielt einigermaßen schnell wieder nach vorne. Kann aber eben auch so ein teurer Ballverlust werden. Süle. Meunier. Darf man nicht vergessen. Golden Goal. Es ist wirklich ein Spiel mit dem Feuer. Deswegen wird dann auch gerne mal der Pass zurückgenommen zum eigenen Keeper, um das Ganze ein bisschen ruhiger zu halten. Aber auch da können Fehler passieren. Hälfte der ersten Halbzeit ist schon rum. Es ist also doch eher das erwartete Abwarten geworden. Noch keine wirkliche Torchance. Und 15 Sekunden sind nur noch zu spielen im ersten Abschnitt. Skelly, weil hätte jetzt eigentlich aufdrehen können und da ist die Chance. Der Ball geht aber an den Pfosten. Glück für Dortmund, die jetzt vielleicht selber nochmal die Chance haben. Süle, ah, das ist alles zu unkonzentriert gespielt und das war's dann. Also noch nicht das Golden Goal gefallen. 60 Sekunden noch. Passiert da noch was oder gehen wir ins 9-Meter-Schießen? Wir sind gespannt. Diesmal Dortmund mit dem Anstoß. Oh, Fehler von Meunier, darf man sich eigentlich so auch nicht erlauben. Gladbach aber auch sehr abwartend mit 3 Mann in der eigenen Hälfte. So klappt's nicht. Hermann mit dem Ball auf Plea. Der hatte da ein bisschen gelauert. Plea, Kobel aber mit der Parade. Hält seine Mannschaft wieder im Spiel. Dann aber der Fehler. Und das 2:1. Joe Skelly beendet das Spiel mit dem Golden Goal. Kobel hier mit dem Bock. Skelly nutzt das aus. Gladbach ist im Finale. Dortmund ist raus in diesem spannenden Halbfinale Nummer 1. Halbfinale Nummer 2, Frankfurt gegen Werder, Überraschungshalbfinalisten, wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber unbedingt damit rechnen können hätte man nicht. Trotzdem lassen wir uns gerne überraschen, wer von den beiden Mannschaften ins Finale einzieht.
Frankfurt in Schwarz gegen Werder in Lachsfarben. Füllkrug mit der ersten Chance. Das hat er aber auch schon besser gezeigt in diesem Turnier. Trotzdem Werder Bremen erstmal besser. Dann dieser Fehler von Trapp. Au, au, au. Das tut weh. Marvin Ducksch nutzt es aus und schießt den Ball ins leere Tor. Konnte Frankfurt darauf antworten? Pellegrini, nein, kommt erstmal nicht durch gegen Pavlenka. Der hält erstmal fest. Pavlenka, wohl der Mann mit den wenigsten Gegentoren in diesem Turnier. Klar, bei dem Strafstoßschießen gegen den SC Freiburg musste er ein paar Mal hinter sich greifen. Ansonsten ja, hat er nicht viel reinbekommen. Macht es auch weiterhin gut. Wir sind immer noch im ersten Durchgang. Trapp, aber auch nicht von schlechten Eltern. Seine Leistung hier in diesem Spiel. Frankfurt blieb dran, aber musste eben auch aufpassen, nicht das zweite zu kassieren. Duck schafft es aber nicht, den Ball an Trapp vorbeizubringen. 10 Sekunden noch zu spielen im ersten Abschnitt. Agu groß, ja, das ist eben kein Abschlusskünstler, das sieht man hier. Frankfurt im Hintertreffen 0:1 und auch spielerisch war es noch nicht ganz so gut, wie man sich das erhofft hatte. Aber es gibt noch genug Zeit, das wieder aufzuholen. Pavlenka mit der Parade hält den Ball, wehrt ihn zur Seite ab. Frankfurt wollte, Frankfurt rannte, Frankfurt kam. Alario, guter Ball auf Kolomoani, aber Pavlenka hält. Minute schon wieder vorbei in Durchgang 2. Aber Bremen verpasste es eben, die Vorentscheidung zu erzielen. Agu, Füllkrug, Agu! Trapp mit den Fingerspitzen. Nochmal Frankfurt. Kolomoani und Lenz. Nein, Pavlenka hält wieder. Wieder Werder. Es war ein Hin und Her. Werder war sich auch nicht zu schade, noch nach vorne zu spielen. 15 Sekunden noch. Ducksch. Trapp hält. Der Ball muss schnell nach vorne. 10 Sekunden noch, ansonsten ist Werder im Finale. Der Ball muss nach vorne. Pellegrini, oh, 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 was für ein Fehler. Und das muss es gewesen sein. Und das war es auch. Werder gewinnt mit 1:0 und zieht ins Finale ein. Frankfurt ist damit raus. Jo, das war's mit dem Halbfinale. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann und adios.